Mehr von diesem Wahnsinn jetzt von Johann König. Na Leute, sag mal, kennt ihr das, wenn man was macht und während man das macht, denkt man schon, oh, das macht man aber nicht. Das gehört sich nicht, ja. Ich hatte das neulich. Bin ich mit meinem Porsche Cayenne, bin ich zum Bio-Supermarkt um die Ecke gefahren. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das macht man eigentlich nicht, ja. Das gehört sich nicht, ja. Und es ist so, eigentlich fahre ich nie mit dem Wagen zum Bio-Supermarkt. Dafür haben wir ja den Zweitwagen. Und eigentlich fahre ich sowieso diese Strecke nie mit dem Auto. Es sei denn, ja, es regnet sehr doll oder es schneit oder vom Wind her, dass der Wind sehr stark weht. Oder wenn ich sehr, sehr viel einkaufen muss oder wenn es halt zeitlich überhaupt nicht anders mehr hinhaut oder so wie in diesem Fall, dass ich einfach keinen Bock habe zu laufen. Ja, auf jeden Fall bin ich rein in den Bio-Supermarkt. Also ich bin erstmal hingefahren, ja, und ich hatte Glück, ein Parkplatz wurde frei, direkt zwischen Frauen- und Behindertenparkplatz. Fuhr ein Elektroauto raus. Da habe ich mich dann draufgestellt und bin dann rein in den Supermarkt. Bei uns fängt der Bio-Supermarkt mit Obst und Gemüse an. Ich habe erstmal Bananen gekauft. Bananen aus der Region. Aus der Region, was weiß ich, Südamerika, ist mir doch egal. Auf jeden Fall sind die fair gehandelt und das ist mir wichtig. Ja, diese Bananen sind fair gehandelt. Ja, da kriege ich als Endverbraucher, vom Anbauer, ich bekomme die Garantie, dass in Südamerika auf den Plantagen, dass die Kinder da ordentlich bezahlt werden. Und ja, das ist mir einfach wichtig. Ich habe einfach ein besseres Gewissen, wenn ich weiß, die kriegen da eine warme Mahlzeit und genügend Obst. Ja, dann habe ich noch, was habe ich noch gekauft? Birnen und Brot, Basmati-Reis. Ich sollte ja nur Sachen mit B einkaufen. Der war neu, den muss ich mir gleich aufschreiben. dann noch Pilze und Paprika. Es läuft. Und Butenbrust natürlich. Butenbrust, Leute, Butenbrust. Butenbrust kaufe ich nur im Bio-Supermarkt, ja. Das ist fair gehandelte Butenbrust. Da kriege ich die Garantie, dass die Tiere artgerecht geschlachtet wurden. Also mit Pfeil und Bogen. Vielen Dank. Ja, ich bin dann raus aus dem Bio-Supermarkt und wollte jetzt wegfahren und ich habe dann gesehen, mein Wagen war zugeparkt und da habe ich direkt gefragt, ja, was ist das denn hier? Und da sagt er, ja, das ist mein Auto. Da habe ich gefragt, ja, habe ich gesagt, ja, dann fahr es doch weg. Da sagt er, geht nicht. Habe ich gesagt, wieso nicht? Sagt er, ist ein Elektroauto. Da habe ich gesagt, ja, und? Da sagt er, ja, ist alle. Da habe ich gesagt, ja, dann laden auf, tanken voll, wie heißt das bei euch? Und dann sagt er, ja, geht nicht. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann sagt er, ja, weil Sie auf der Steckdose stehen. Ja, und er hat mir das erklärt. Er hat mir erklärt, ich stände genau mit meinem Wagen auf dem Elektroparkplatz mit den Reifen direkt auf der Klappe, wo drunter die Steckdose ist. Habe ich zu ihm gesagt, pass bloß auf, du.
verarschen kann ich mich alleine. Nein, aber er hatte tatsächlich recht und wir haben dann seinen Wagen weggeschoben, meinen rausgefahren, dann haben wir seinen reingeschoben, er konnte dann auftanken, dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja Meister, das ist aber hoffentlich Ökostrom, den du da tankst. Hat er gesagt, ja sicher, habe ich gesagt, ja und, was heißt das, kannst du nur tanken, wenn der Wind weht oder was? Und da hat er zu mir gesagt, ja und nur starten, wenn der Blitz einschlägt. Dankeschön.